Herzlich willkommen zu City Skylines 2023, wo wir die letzte Stadt bauen, bevor Teil 2 herauskommt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Damit nochmal herzlich willkommen zurück auf unserer wunderschönen City Skylines Map, beziehungsweise Stadt vor Ort. Und hat sich jetzt schon gut entwickelt. Gerade Highlight so hier mit der schönen Brücke und so. Unsere Erzindustrie ist mittlerweile auf Stufe 2. Wir können mal eben gucken. Wir brauchen noch 18, 19 Arbeiter. Dann wird man die auf Stufe 3 sogar haben. Ich würde jetzt erstmal forcieren, dass wir die Erzindustrie auf Stufe 3 kriegen. Und ich habe mir überlegt, ich habe ja hier bei Industrie, haben wir auch Fischindustrie. Und das habe ich bisher noch nie gemacht. Und wir haben jetzt hier wirklich ein schönes Küstengelände. Ich habe mir überlegt, dass ich hier wahrscheinlich in diesem Bereich dann Fischindustrie starten würde. Und genauso würde ich dann auch gerne... Ach du, guckt euch mal das Wasser hier an. Also hier sollte man nicht fischen. Das ist keine gute Idee. Und dann versuchen wir auch hier allgemein, dass ein bisschen mehr los ist im Wasser. Also mehr Schiffe langfahren und Boote und was weiß ich alles. Dann gucken wir einfach mal. Das würde ich gerne heute auf jeden Fall probieren. Dann habe ich mir noch das Hotel and Retreats runtergeladen. Beziehungsweise gekauft und dann runtergeladen. Hotels and Retreats DLC. Und das ist, glaube ich, ganz cool gemacht. Guck mal, die ganzen Hotels können wir noch nicht bauen. Wir brauchen einen gewissen wöchentlichen Hotelgewinn. Und dann können wir Hotels bauen, die eine bessere Sternebewertung haben. Und seht ihr diese Symbole da, diese Kamera, diese Tasche und so? Also das sind gewisse Anforderungen, die die haben. Zum Beispiel die Miethütte scheint es gut zu finden, viel Natur ringsherum zu haben. Ach, guck mal einer an. Und da, wo jetzt Wald ist, ist gut. Da ist grün. Hier haben wir Wildnis. Ich würde es mal hier hinsetzen. Einfach mal zum Testen jetzt. So. Ist halt jetzt direkt an der Hauptstraße, ne? Das ist nicht ganz so cool. Und jetzt einfach mal hier hin platzieren. Ich habe mir übrigens jetzt noch diese 81 Teilmod runtergeladen. Womit jetzt Strom theoretisch über Straßen transportiert wird. Ja, guckt euch. Also alles, was blau ist, das ist sozusagen, das ist, wie der Strom fließt. Und Wasser theoretisch genauso. Müssen wir mal gucken, ob es dann wirklich funktioniert. Okay, wie sieht es jetzt aus? Bewertung. Das ist die Bewertung, Beliebtheitsbewertung als Sightseeing-Ort 0 von 25. Und hier haben wir Natur, oder? Naturhotels, ja. Okay, das ist ja selbsterklärend. Jetzt haben wir eine Beliebtheitsbewertung von 75%. Das heißt, wir bauen dann gleich noch einen Park dahin oder so und dann sollte das passen. Da es alle Touristengruppen anspricht, kann das Budgethotel überall in der Stadt errichtet werden. Budgethotel. Platzieren Sie einfach mal. So, Sightseeing 1 von 20. Beliebtheitsbewertung 19 von 35. Natur 10 von 10. Okay, Hotels verwalten. Es ist schon ganz cool gemacht auf jeden Fall. So, und das ist jetzt die Gesamtübersicht. Das sind die Hotelgäste, die wir insgesamt haben. 10 Stück von 75. Aktuell haben wir 321 Touristen in der Stadt. Okay, das ist die Beliebtheit, die wir erreichen müssen. Wöchentlicher Gewinn. Wenn wir 1000 erreichen pro Woche, können wir auf die nächste Stufe anscheinend. Und dann können wir 2-Sterne-Hotels dann bauen. So hier. So ungefähr. Sieht, glaube ich, besser aus. Ein bisschen Beton auf dem Boden. Das kann man ja nebenbei einfach ein bisschen verfolgen und pushen, dass wir das hochbringen. Das finde ich eigentlich ganz geil. Ich denke nicht, dass ich hier irgendwie ein krasses nur Hotel-Tourismusgebiet machen werde. So ähnlich wie in der letzten Stadt. Da habe ich nicht so Lust drauf. Ich würde mich lieber auf andere Sachen konzentrieren. Ich hätte unter anderem Lust, wie gesagt, hier mich dann um Fischindustrie zu kümmern, also Fischereiindustrie. Das können wir ja auch schon mal starten, just for fun. Wir haben aktuell keine Industrienachfrage, aber Sekunde. Ich würde die Industrie, das Gebiet will ich hier sowieso nicht haben, das Industriegebiet. Ich habe mir da was anderes überlegt, das machen wir dann woanders hin. Da würde ich das mal wegmachen. Und jetzt hoffe ich, dass wieder ein bisschen Nachfrage entsteht. Beziehungsweise, damit mehr Nachfrage entsteht für Industrie, brauchen wir einfach nur mehr Einwohner. Lasst jetzt endlich mal mit hoher Dichte beginnen, weil das können wir jetzt endlich machen. Würde ich jetzt hier mal platzieren. Und ich habe mir überlegt, ich würde sehr, sehr, sehr gerne sehr viel wirklich mit Siebens arbeiten. Also so themenmäßig das machen. Und dementsprechend
Muss ich jetzt gerade gucken. Und das ist eine Spezialisierung, glaube ich, ne? Wohnspezialisierung. Keine Wohnspezialisierung. Selbstversorgende Gebäude, das hätte ich gerne. Verbraucht 30% weniger Strom, weniger Müll, erzeugt 30% weniger Steuereinnahmen. Und die Häuser sehen auch komplett anders aus. Ne? Also normal sind die hohe dichte Häuser jetzt am Anfang so hier. Also eher nicht so hübsch. Jetzt würde ich einfach hier Spezialisierung ändern auf selbstversorgend. So, jetzt haben wir dieses Symbol. Jetzt müssten die eigentlich gleich wieder verschwinden, die Gebäude. War ein bisschen schneller eben. Die passen, glaube ich, viel, viel schöner in unsere aktuelle Stadt rein. Die Häuser, die jetzt entstehen. Guckt mal hier. Sind halt auch sehr viel aus Holz gebaut. Ich glaube, später haben die dann auch grüne Dächer und so. So rein optisch passen die viel, viel besser hierhin, finde ich. Und damit würde ich, glaube ich, am Anfang jetzt erstmal ein bisschen mehr arbeiten. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich hier, so diesen Bereich, dass hier überall hohe Dichte ist. So hier überall an dieser Promenade entlang. Und dann ist hier überall vor Ort. Dann so in den Bergen, in die Berge rein und so könnte ich mir vorstellen. Aber ich nehme gleich mit Fahrradweg. So hier und hier, das würde ich gerne alles... auf die nächste Stufe bringen. So, und dann würde ich sagen, dass wir hier die Straßen jetzt so bauen, dass wir hier noch ein bisschen was hinbekommen. Machen wir mal ein bisschen hin. Ein kleines Stück weiter bis hier hin und dann so hier. Okay, dann können wir das jetzt erstmal komplett voll machen. So, so, so. Hier sieht das jetzt ein bisschen komisch geworden. Müssen wir mal gucken, wie es dann aussieht mit den Zweiern und Achtern. Schauen wir einfach mal. So, und wenn wir einmal dabei sind... mal bis hier hin. Die Höhe müssen wir dann gleich noch ein bisschen anpassen. Und so. Okay. Pinselgröße, die Höhe. Schauen wir einfach mal. So, dann können wir nämlich jetzt hier schön ranschmiegen, auch noch Gebäude. Also auch noch Gebäude ranschmiegen. So, und da will ich euch jetzt mal was zeigen. Ich mache jetzt hier Gewerbegebiete. So, das hier sind die Standard-Gewerbegebäude, ne? So, jetzt passt mal auf. Drücke ich hier auf das Viertel und wähle hier aus modernes Stadtzentrum. Das ist halt auch so ein Content-Pack gewesen, was man kaufen konnte. Wie gesagt, ich habe mir da jetzt alles geholt, weil ich dachte, für die letzte Stadt probieren wir jetzt alles aus. So, und jetzt dürften theoretisch Gewerbegebäude entstehen, so im Stil von, wie es in der Innenstadt ist, also so moderne Gebäude in der Innenstadt, Gewerbegebäude. Wo es ja so die Küste lang geht, dahin brennt es übrigens übelst, könnte das vielleicht dann sehr, sehr gut passen. Wir lassen das mal eben entstehen und gucken, wie das dann aussieht. Und theoretisch sind das auch die Gebäude, wo dann später, ich finde, die passen aber gut in die Map, wo dann später auch die Dächer grün sind und so. Mal gucken. Guckt mal hier. Ich glaube, das finde ich gar nicht so schlecht. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, dass das dann später ein bisschen organisch aussieht. Mal schauen. Müllverarbeitung muss man eben erhöhen. Ich mache mir hier noch ein Recyclingzentrum hin. Wobei ich auch nicht weiß, ob ich das hier an der Stelle dann lasse. Mal gucken. So. Einwohner 5200. Fehlt übrigens nicht mehr viel für Zug. So, übrigens, das sieht jetzt so hier aus. Das könnte interessant werden, Leute. Müssen wir mal gucken. Ich will mal eben schnell Erzindustrie auf Stufe 3 bringen. Schon mal. Das will ich mal eben machen. Also wir haben schon ein Lager, aber nicht dieses. Und wir wollen ja auch, dass es optisch ein bisschen schön aussieht. Also nicht schön, aber abwechslungsreich. So, bauen wir einfach mal hier hin. So, okay, sehr cool. Es gibt da auch diese Unique-Gebäude, oder? Wir haben sogar schon eine freigeschaltet. Wir haben schon die Industrie-Stahlfabrik freigeschaltet. Hier werden Maschinenteile hergestellt. Okay, die haben wir freigeschaltet, weil wir die Erzindustrie schon soweit haben, glaube ich, ne? Ich würde die einfach mal bauen. Alter, die ist ja riesig. Die Höhe. Ich würde das mal hier noch ein bisschen einebnen. Die Berge, die bist du mittlerweile her. Die machen wir später dann noch schön. So. Okay. Das Ding ist riesig, Alter. Das ist abgefahren. Okay, und wir sind ja auch ein bisschen zu viele Bäume.
Also selten so, aber jetzt wenn hier Industrie ist, hätte ich ja glaube ich gerne ein bisschen weniger. Schauen wir mal. Wir brauchen Metalle, damit das losgeht mit der Stahlproduktion. Aber Metalle produzieren wir doch eigentlich. Könnt ihr vielleicht überlegen, hier noch die Straße hier so zum... Ah, jetzt wird geliefert. Habt ihr gesehen? Geht los. Okay. So, ich will mal eben das auf Stufe 3 bekommen. Ich baue mir jetzt noch irgendein Gebäude für Produktion am besten. Lasst mal noch eine kleine Erztiefbaugrube bauen. So. So, okay. Theoretisch müssten wir jetzt jeden Moment die nächste Stufe hier erreichen. Und wir haben gerade auch überall Nachfrage. Was Gutes. Guckt mal hier, ey. Okay, das sieht abgefahren aus. Ich glaube, ich würde das wirklich mal probieren, dass wir hier aus diesem Bereich hohe Dichte machen. Gerade wenn ich die Stadt noch in die Richtung ausbaue und auch hier hätten wir dann halt so einen hohe Dichte-Bereich, der das miteinander dann noch verbindet. Das finde ich, glaube ich, ziemlich gut. Lass das mal probieren. Ich würde mal, was wir hier eingestellt haben, den Bereich einfach vergrößern, dass das auch auf das Gewerbegebiet übergeht. Und auch hier. Machen wir mal bis hierhin. Vielleicht sogar bis hierhin. Und hier die Gebäude, bevor die jetzt alle in sich austauschen. Hier hätte ich gerne auch hohe Dichte. So, und hier würde ich auch Gewerbe mit hoher Dichte austauschen. Schau mal, wie es aussieht. Gucken wir mal. So, und die hier niedrige Dichte sind, die müssten theoretisch jetzt ja auch auf Selbstversorger wechseln. Schauen wir einfach mal. Wartet mal, das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Also mir geht es darum, wie die Gebäude zusammenhängen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Man darf nicht vergessen, das ist nur Stufe 1. Die Gebäude wären ja noch cooler. Über die Zeit. Dann hätte ich sehr, 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 sehr... Oh, guck mal, wie viele Autos hier parken. Ja, lass uns darum mal eben kümmern. Das geht gar nicht. Wir brauchen ja auf jeden Fall Parkplätze. Man könnte natürlich auch über eine Garage nachdenken, ne? Könnte man hier hinsetzen, würde perfekt reinpassen. So. Okay, das sieht ja auch wild aus. Ich mach das mal ein kleines Stück nach links. Dann können wir hier vielleicht noch einen Weg dann später durchziehen. Wir sind übrigens gleich bei 6000 Einwohnern. Das heißt, wir können dann endlich Zug bauen, ne? So. Ich finde, das sieht aber schon mal ein bisschen besser aus. Ich werde natürlich nur dafür sorgen, dass das irgendwie gut reinpasst und so. Aber ich glaube, ich mag, dass das hier an der Küste dann schon hohe Dichte ist. Ich glaube, ich finde das cool. Hier auch noch hohe Dichte hin. Hier genauso. Und auch hier muss man dann mal schauen. So, hier würde ich mal überall Parken verbieten. Das finde ich irgendwie nicht so geil. Das bedeutet aber, meinen Augen, dass wir noch deutlich mehr Parkplätze brauchen. Guck mal hier, wie voll hier alles ist. Das ist echt abgefahren. Also hier bei den Häusern finde ich es okay, wenn sie davor parken, aber wenn da nichts ist, will ich das eigentlich nicht. Das Problem ist auch, dass die auf diesen Straßen nicht parken dürfen, ne? Weil hier die Fahrradwege sind. okay. Machen hier noch einen hin. So, und dann hätte ich hier. Kann ja jetzt sein, dass das jetzt zu übertrieben ist, aber ich hätte hier eigentlich gerne jetzt noch eine Straße durchgebaut. Und irgendwas dann auch gerne hier noch hingesetzt jeweils. Ich weiß ja nicht, ob es noch mehr Parkplätze sind oder irgendwas anderes. Das muss ich mir dann gleich noch überlegen. Dann hier irgendwie so lang bauen. Aber ich will es jetzt noch nicht schließen, weil ich noch nicht genau weiß, was ich hier genau hinmache. Das muss ich mir halt noch überlegen. So, und ich will euch mal noch eine Sache zeigen, Leute. Schaut mal. Wir haben sogar Felsen. Wir haben die standardmäßigen Felsen, die auch hier am Start sind. Beziehungsweise, was ich richtig krass finde, sind die Dinger hier. Warte mal, ich probiere das nochmal aus, wie das jetzt hier aussehen würde. Das ist so schlecht, finde ich das nicht.
Spätestens, wenn man jetzt hier noch ein paar Bäume hinsetzt. Liegt leider hier keine Bäume hin, ne? Nee. Ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Aber damit kann man auf jeden Fall einiges machen. So, die Parkplätze, die füllen sich auf jeden Fall. Ich will mal eben noch was testen mit dem Felsen. Theoretisch? Moment. Ja, jetzt hat der Beam die Felsen entdeckt. Okay. So hier. Jetzt ist hier ein kleiner Felsen auf dem Gleis, darum kümmere ich mich gleich. Ich bin gerade richtig glücklich mit dem Felsen hier. Also hier auf der. Das Ding ist, ne, eigentlich muss man ja dann überall machen. Aber ja. Wir lassen es erstmal dabei. Aber zumindest hier ist schön. Mal gucken. Ich werde höchstwahrscheinlich noch mehr platzieren dann. Ne? Aber dafür will ich jetzt erstmal noch wissen, ein bisschen mehr, wie hier der Aufbau ist. Wir haben ja zum Beispiel ja gerade noch den Bahnhof freigeschaltet. Den will ich eigentlich auch hier noch irgendwie einbinden und so. Und hier geht das Gleis lang. Einzige freie Stelle fast noch jetzt, um den Vorort oder diesen Ort hier anzubinden mit dem Gleis. Oder die Stadt an sich erstmal wäre eigentlich dann hier irgendwie vielleicht einen kleinen Bahnhof hinzusetzen. Das können wir dann gleich mal ausprobieren. Ich würde nur gerne nochmal jetzt gucken. Ja, aber Moment mal, also zumindest hier, das muss ich jetzt durchziehen. Mal so. So ist eigentlich in Ordnung, ne? Das sieht doch fast schon gut aus. Dann wäre das auch abgeschlossen. So, gut, Leute. Also, wir kümmern uns jetzt erstmal um Erzindustrie. Und ich werde, glaube ich, auch gleich mit Fischindustrie dann schon mal anfangen. Also Fischereiindustrie. Und dann gucken wir wegen Bahnhof und so. Auf jeden Fall habe ich mein Ziel erreicht. Ich habe jetzt so viele Felsen platziert, dass wir eine übelste Nachfrage nach Industrie haben. Das ist sehr schön. Ich würde mal noch ein Ding zum Abbau hin platzieren. 19 passen hier rein. Ah, okay. Easy. So, alles klar. Wir haben Erzabbaustelle auf Stufe 3. Effizienz wurde erhöht, Verschmutzung reduziert. Jetzt haben wir Drehofenfabrik freigeschaltet, Elektrogerätefabrik, Tiefseeabbauschiff. Geil. Und mittlere Erzmine. Geschätzte Produktion 8800. Wird es jetzt eine kleine Überschwemmung geben? Das ist jetzt so. Dann machen wir so. So, dann müssen wir die Wasserpumpen. Die machen wir weg. Windräder machen wir jetzt auch mal weg, Leute. Die finde ich an der Stelle sowieso nicht mehr schön. Die werde ich auch wegmachen. Dass hier quasi noch Wasser ist. Ja. Ein bisschen Moos auf der Straße, hä? Finde ich jetzt schon mal gar nicht so schlecht. Ich finde nur, dass das hier ist ein bisschen nah am Felsen dran. So, ich würde auf jeden Fall hier mal noch ein Erzlager hinsetzen. Erstmal so hier. Wobei, ich kann euch das ja schon mal zumindest zeigen. Sekunde. Weil, durch Fischindustrie sorgen wir nämlich dafür, dass auf dem Wasser schon mal ein bisschen mehr los ist. Aquakultur. Wir machen erstmal Fischereihafen. So. Würde ich mich eigentlich gerne parallel zum Gleis bewegen. So. Machen wir so. Und hier hätte ich aber gerne mit Kurven gearbeitet. Na komm, machen wir Kurven. Erstmal. So, dann ist es nämlich hier schön parallel zum Gleis. Das finde ich irgendwie ganz geil. Okay, und jetzt müssen wir hier Fischereihafen
Eine Route herstellen. Eine Fischfangroute. Industrie. Fischfangroute. So, dann würde ich jetzt mal sagen, er fährt. So. Und jetzt beenden. So, das war's schon. Theoretisch müssten die jetzt losfahren. Tun sie. Yeah! Wenn wir das Wasser tiefer machen, kommen neue Bestände dazu. Das ist interessant. Ist gut was los auf jeden Fall. Also allgemein würde ich gerne dafür sorgen, dass wir hier schön viel Schiffverkehr haben und so. Weil ich finde, das ist für die Immersion der Stadt immer nochmal ganz nice ist, sowas. Was brauchen wir denn jetzt noch, damit das, damit der Fischmarkt funktioniert? Also Fische fangen wir jetzt hier. Fischmärkte kaufen frisch Fisch von Häfen und cool, ich kann direkt Fischmarkt das direkt verkaufen. Macht Sinn. Wollen wir den Fischmarkt den bauen? Das würde drüber Sinn machen. Würde genau eben passen, wenn wir es so machen. Ich würde zwei nebeneinander bauen. Ich würde einfach so machen. Und so. Sehen wir, wie das aussieht? Das finde ich eigentlich ganz cool. So, hier ist jetzt Fischereimarkt und da ist Fischereimarkt. Wahrscheinlich müssen wir noch genug Fische fangen. Jetzt ist nur die Frage, ob wir das mit einem Quay absperren oder mit Felsen. Wobei, ist okay, glaube ich. Auf Objekthöhe von hier. So. Das ist noch nicht ganz geil, aber finde ich nicht schlecht, oder? Wenn hier der Felsen ist und hier ist aber dann wieder Quay. Hier hätte ich aber gerne irgendwie dann, genau, dass das hier ein bisschen grüner ist, damit es hier irgendwie mehr passt und Sinn macht. Dann überlegen wir uns, ob wir dann irgendwann was hinsetzen oder nicht. Parkplätze haben wir hier schon ein paar. Wobei hier auch schon wieder alle voll sind. Ich überlege, ob ich vielleicht sogar, Moment. Ich würde mal gucken. Einen wird man noch hinkriegen. Erstmal. Hier genauso. So, kleines Zwischenwort. Ich habe leider vergessen, die Aufnahme wieder zu starten ab der zweiten Hälfte vom Livestream. Deswegen habe ich jetzt einfach vom Livestream selbst die Datei, die da entstanden ist, dabei genommen, damit ihr den Rest noch verfolgen könnt. Geil, wie sich das hier gerade alles entwickelt, Alter. Auch hier das Gebäude da, die sieht jetzt schon richtig schick aus. Ja, guckt mal hier. Die Attraktivität. Sind schon Stufe 3 jetzt hier. Hier haben wir die Solardächer. Ist auch geil. Und hier haben wir solche Grasdächer. Das macht sich richtig gut, ey. Und hier habe ich noch nicht viel gemacht, ne? Ich habe das einfach nur so hingebumst. Ist gerade kein besseres Wort eingefallen. So, wir machen auch sehr gut Plus. Wir haben gleich die erste Million zusammen. Das ist schön. Und wir haben immer noch Industrienachfrage, was auch sehr schön ist. Dann würde ich sagen, lass mal schauen, wie jetzt hier. Wir hatten schon einen Touri letzte Woche. Apropos, lass mal eine Busanbindung schnell machen, eine O-Bus-Anbindung. Könnt ihr ihn einfach hier halten lassen und dann können sie rüberlaufen. Aber wir haben hier keine Ampel. Das heißt, wir brauchen eine Brücke. Was ist denn, wenn ich so mache? Dann haben wir wieder diese wilden Aufstiege. Können die Parkplätze noch ein Mühe nach rechts verschieben und hoffen, dass das noch gut aussieht. Und hier hätte ich auch gerne ein kleines Stück nach links. So. Darf ich das jetzt verschieben, ohne dass das verschwindet? Würde halt besser aussehen. So, und ich hätte jetzt gerne hier eine Bushaltestelle. Die würde ich jetzt einfach hier irgendwo hin. Ja. Nee, ich würde hier die Bushaltestelle hinsetzen. Das finde ich cooler. Hier. Ich will mal eben diesen Abschnitt hier schön machen. Diesen Bereich hier. Und dann kümmern wir uns weiter um Industrie, okay. Als erstes wird es hier ein bisschen bergiger. Und zwar ungefähr so. Geht ein bisschen nach oben, aber
Ich finde es irgendwie trotzdem ganz geil. Und hier will ich das auch noch ein bisschen machen. Dann gucken wir mal, ob wir es hinkriegen, dass es gut aussieht. Ja. Der war gut. Okay, machen wir es mal so. Das einzige Problem ist, dass ich cool wäre, wenn man hier noch Bäume drauf platzieren könnte. Aber das scheint nicht zu gehen. Baum Energie an. Oh nein, aber sie ignorieren den Boden. Aber so ein bisschen? Komplett am Eskalieren. So, viel besser als davor. Ey, es sind Bäume, ne? Game Changer. Ach, ich finde das jetzt nicht schlecht hier. Ich finde auch nicht, dass es zu viel ist. Ich finde das in Ordnung. Ach ja, wir wollen ja Bushaltestelle machen. Okay, wir machen erst Bushaltestelle. Hier. Und dann machen wir hier endlich Industrie. Also, wir brauchen Oberstraße. So, jetzt kann theoretisch der Obus wenden. Wollen wir die Altersheimlinie? Lass die doch vergrößern. Der fährt hier sowieso schon lang. Die Altersheimlinie fährt aktuell nur... Ja, da sind nur zwei Haltestellen. Die und dann Altersheim. Damit fährt sowieso keine Sau. Keiner besucht Oma, Opa. Linie zum Hinzufügen einer Haltestelle ziehen. So, dann hätte ich gerne... Dass der einmal hier hält, ungefähr. Machen wir, dass der hier hält. So, okay, das war's an sich schon. Und schon sitzen 6 Leute drin. So viel sind mit dem Bus noch nie gefahren auf der Linie. Machen wir so. Ja, gefällt mir besser. So, wir haben übrigens über 1 Million. Also so rein bilanztechnisch läuft unsere Stadt sehr, 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 sehr gut, muss man sagen. Was mich sehr freut. Baumenergie an. Sehr schön, dass ich jetzt auch gecheckt habe, dass man so ein bisschen zumindest auch Bäume auf die Felsen bauen kann. Mit Energie. Macht er da nochmal ein bisschen was aus. Es ist schade, dass ich hier oben drauf nichts platzieren kann. So, okay. Und jetzt endlich Industrie kümmern. Lass mal eben schauen. Fischverkäufe letzte Woche 80, 100. Was gibt's denn noch für Gebäude dafür? Fischereihafen, Sardellenfischereihafen, Lachsfischereihafen, Aquakultur, Fischmarkt, Fischfabrik. Ich würde mal die Aquakultur noch bauen wollen. Machen wir hier eins hin. Wir müssen das jetzt gleich mit der Straße anbinden. Das noch ein ganz kleines Stück nach links. Mach die Kreuze mal ein bisschen großzügiger. Und die Bäume hier weg. So, sieht noch ziemlich unspektakulär aus, ne? Okay, Aquakultur, Wachstumsphase 2 von 5, 26 Arbeiter. Auf jeden Fall sind die immer gleich voll besetzt, die Gebäude. Ich überlege, ob ich mal eine Fischfabrik baue. Produktion 8000 pro Woche. Schauen wir mal. Sardellen ist gelb. Das ist okay, da können wir die hier so lang schippern lassen. Das können wir machen. Okay, ist auf jeden Fall interessant gemacht, muss ich sagen. Okay, hätten wir. Ach cool, die sehen sogar anders aus als die anderen Fischereiboote. Sehr krass, wie viele von denen jetzt hier unterwegs sind. Das ist langsam sogar vielleicht ein bisschen übertrieben, ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie ist auch ganz cool. Einfach mal so aus Interesse. Könnten mal alle, die im Lurk sind, einfach mal kurz ein Hallo in den Chat schreiben. Also, würde mich interessieren. Das ist gerade so ruhig im Chat. Ich bin wie so alleine.
Guck mal einer an. Jetzt fühle ich mich nicht mehr alleine. Dankeschön. Okay, also Abwasser würde ich sagen, sobald wir 19.000 Einwohner haben, machen wir die Öko-Rad-Inlandwasseraufbereitungsanlage. Wir brauchen nur noch 300 Einwohner für den großen Wasserturm. Lass die mal eben erreichen. Ach nee, wir haben ja keine Nachfrage, wir brauchen Industrie. Ich habe jetzt trotzdem Bock. Ich mache jetzt erstmal den Bahnhof. Ich will hier einen Bahnhof hinbauen, hier irgendwie. Dass unsere Stadt mit Zug angebunden ist. Und mal gucken. Danach würde ich Industrie machen. Ich mache jetzt aber erstmal Bahnhof. Ich würde den hier irgendwie reinsetzen wollen. Es wird nur ein kleiner Bahnhof. Nehmen jetzt mal hier die Höhe von dem Gleis. So ein bisschen nach oben verschieben. Höhe exakt zu dem Gleis, bitte. Ich baue mal und gucke, was passiert. Also mit Energie. Das sieht komisch aus. Und hier sind die Dinge. Moment. So wäre okay. Jetzt will ich nur hier diesen grünen Fleck weg haben. Texturen. Ist eigentlich in Ordnung jetzt, ne? Das sieht gut aus. Und jetzt haut wir hier eine schöne Brücke. Das sieht eigentlich okay aus. Moment, ich versuche gerade hier. Das ist ungefähr hier hin, bis hier hin. Hab hier Kurve. Ich baue mal und guck, was passiert. Ja. Ich will eigentlich nicht das Ding hier oben haben. Kann ich das wegmachen? Also die Brücke vom Stil her. So. Und jetzt machen wir hier. Wo geht? Auf dem Boden. Gerade bitte. Warum eigentlich ein Bahnhof mit neuem Gleis, wenn daneben schon ein Gleis ist? Damit, wenn der Zug hier hält, die Züge nicht blockiert, die durchfahren wollen. Weißt du? Keine Ahnung, so eine Transport-Fever-Angewohnheit, das so zu machen. So. Ein bisschen näher ran. So, und jetzt hätte ich hier eigentlich gerne wieder eine Mauer. Hier ansetzen. Bitte ohne Winkel. Ja, das könnte interessant werden. Und hier auch noch. So. Und die Höhe. Bitte auf der Straße. So, und jetzt noch hier. Ein bisschen niedriger. Oder das Gleis höher. Aber ich wollte fast sagen, quer ein bisschen niedriger. Sodass es nicht durchguckt. So. Und jetzt noch Untergrund anpassen. Da muss ich mir in Ruhe nochmal Gedanken machen.
Können halt überlegen, ob man hier vielleicht sogar das hier so durchzieht. Also hier nicht, hier ist. Oh Mann, das kann ich so rückgängig machen. Das müssen wir so hier machen. Doch, das gefällt mir sogar. Das ist schön. Dann würde ich hier die Bäume wahrscheinlich entfernen. So Büsche und so würden dann deutlich mehr Sinn machen, tatsächlich. Okay, ich lasse es jetzt erstmal so. Ich finde es besser als davor, auch wenn ich nicht 100% zufrieden bin. Das ist nicht so übertrieben. Und hier werde ich auch noch ein bisschen die Textur nehmen. Ich glaube, es sieht besser aus. Ja. So hier. Hier können wir noch einen Parkplatz hinsetzen vielleicht. Es gibt wenig Städte, die so grün sind wie meine. So Leute, aber keine Ahnung, also guck mal. Dafür, dass wir mit den Basisgebäuden arbeiten, ist das doch jetzt gar nicht schlecht geworden. Also um ehrlich zu sein, ich war die ganze Zeit damit unzufrieden, bis ich das jetzt so sehe. Ist schon ein Zug reingefahren? Nö. Kann mal einer kommen? Ja, eine Busanbindung, ja gut, das stimmt. Ah nee, der muss ja wenden können wieder. Ja, wobei, wir können einfach die Straße hier rüberführen und dann hiermit connecten. Das könnten wir machen. Ja, könnte halt auch cool aussehen. Wenn wir den Pillar hier direkt in die Mitte setzen, also wenn wir so hier machen. Könnte das schon wieder cool aussehen. Oder gar keinen Pillar. Ich habe mich jetzt über den Pillar in der Mitte gefreut. Okay, ich glaube, ich finde es doch cool, wenn wir das mit Brücke machen. So, und jetzt hätte ich jetzt hier gerne, aber ohne Brücke. Ist das eigentlich mit Oberleitung? Ja, ist mit Oberleitung. Hier müssen wir noch durchziehen. Gut, Leute. Also, dann lass mal die Linie erstellen. Also, von hier. Nach. Ich weiß nicht, ob wir noch einen Zwischenstopp irgendwo machen. Hier ist halt nichts. Höchstens am Friedhof. Ne, nach dem Bahnhof. Dann vom Bahnhof halten. Und dann wieder zurückfahren. Das ist umständlich, Alter. Aber es ist jetzt so. Ist das umständlich? Also, es ist halt das O-Bus-Problem. Dass die O-Busse müssen auch immer wenden können. Also, O-Busse ist, so cool die sind, ist immer super umständlich einzurichten. Oh ne, jetzt hab ich das ja gemacht. Ich will, dass das weiß ist. So, jetzt muss das weiß sein. Werden wir auch gleich sehen, wie die Busse aussehen. Da fahren sie. Los geht's. Parkplätze sind komplett gerammelt voll. Ah, das sieht aber hier schon, ganz schön. Ich habe das Gefühl, dass zu viele Busse starten. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal ein oder zwei Sekunden. Zwei. So. Hat auf jeden Fall hier schon was, wenn man so schaut. Hier sind die Schiffis, hier die Felsen. Dann hier unser Fischmarkt. Ja, stimmt, die halten hier alle übelst lange. Also das Ding ist, die Leute müssen ja irgendwie auf die andere Straßenseite. Wir müssen hier mal eine Brücke bauen. Probieren wir es mal. Sehen, ob sie es benutzen. So, dann schauen wir mal.
Ob sie die benutzen oder nicht jetzt. Sieht gut aus. Wobei bisher noch keiner von hier rüber ist. Aber die halten hier immer noch. Vorfahrtsschilder. Das sieht besser aus, ne? Ist jetzt alles ein bisschen wilder, aber es flutscht auch besser. Kann halt sein, dass die mit dem Weg nicht verbunden ist. Also hier ist er verbunden. Hier halt nicht. Ich glaube, das ist das Problem. Jetzt. Okay, die Brücke war nicht mit dem Fußweg verbunden. Für die Symmetrie. Ja, es ist nicht 100% symmetrisch. Aber es ist ja hier auch ein bisschen anders aufgebaut. Ist okay. So. Das Problem ist, wir brauchen Industrie. So lange ziehen ja keine mehr ein. Genau. Industrielle Revolution. Genau, das wollte ich. So. Okay. Und rein theoretisch müssen dann jetzt die Einwohner auch massiv nach oben gehen, weil dann endlich wieder neue Leute herziehen. Mit mehr Arbeitsplätzen. Ah, die sehen nämlich echt cool aus, die Gebäude. Das ist aber nur die erste Stufe. Stufe 2 und Stufe 3 sieht dann nochmal komplett anders aus. Mal gucken, wie das dann wird. Könnten auch ins Wasser welche stellen, ne? Ich habe auch übelst Lust auf das Teil hier, auf den Solarturm. Kostet halt nur übelst viel. Kostet auch genauso viel wie Windräder, tatsächlich. Nee, kostet sogar weniger Unterhalt, wenn man das hochrechnet im Verhältnis zu Windrädern. Stopp. Energie aus. Ja, das ist cool. Und dafür... Das sieht man jetzt auch im Hintergrund, ne? Da. Sehr schön. Schöne Stange. Und dafür würde ich jetzt ein paar Windräder wegreißen. Die mir nicht gefallen. So, hier, die sind mir viel zu dicht. Aneinander. Guck mal, Einnahmen. Plus 14.000, was geht denn da ab gerade? Sehe ich, wie viel Strom haben wir gerade Überschuss? Mein Budget. Strom. Gehen wir mal so, ne? Mal gucken, gehen wir mal auf 72. Selbst dann sind wir noch im grünen Bereich. Machen wir 70%. So, Wasser. Kümmern wir uns gleich drum, sobald wir die Einwohner haben. Ach, das ist die ganze Zeit auf 50%, sehe ich gerade. Machen wir 65. Ein Hostel können wir noch bauen. Okay, ja, würde ich einfach mittig von der Stadt bauen irgendwie. Machen wir neben dem Parkplatz vielleicht. Oh, wir nehmen mehr ein, als wir ausgeben mit den Dingern. Okay. Dafür, dass wir ohne Assets arbeiten und ich auch meistens einfach mit Zonen mache und nicht irgendwie Gebäude raussuchen und dann platzieren und bla. Sieht das irgendwie ganz geil aus. Auf jeden Fall hat sich die Stadt heute in der Session schon ganz schön gewandelt, ne? So hier der Bereich. So, Einwohner 9200. Ich hätte auch übelst Bock hier, irgendwie mit Felsen noch. Moment, lasst mich das mal eben probieren. Das sieht cool aus hier, das gefällt mir. Kann ich das hier imitieren? Die Textur? Nur indem ich da jetzt manuell Erz hinsetze, ne? Aber ich finde das gerade sehr passend, deswegen mache ich das einfach mal. Wir haben da ja sowieso Erz. Wir haben ja mehr Erz, als wir brauchen.
Aber ich finde das irgendwie ganz cool, wenn das hier... Ich mag das von der Textur gerade gerne. So Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Denkt bitte an den Daumen, denkt bitte an Feedback. Ihr kennt den Spaß, ne? Support ist immer gut, auch für den Algorithmus. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in einer nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.